Moin Moin und willkommen zurück zu Ruffys Recipes, der Channel, wo ihr jeden Mittwoch frische, tolle, neue und vor allen Dingen günstige Rezepte bekommt. Heute machen wir eine kleine Rap-Eskalation. Yeah, Ruffys Recipes, sag allem Bescheid, Scheid, dass es Essen gibt. Pasta oder Beef, Salate oder Quiche, Veganes oder Sweets, ich hab alles, was du liebst. Und falls du abonnierst, dann wär das ziemlich nice. Ja, mein Herd ist immer heiß, denn das ist Ruffys Recipes. Rezepttechnisch kann ich euch heute sagen, dass ihr auf jeden Fall Wraps braucht, ein paar leckere Soßen und Zutaten, die euch persönlich ansprechen. Außerdem ist Alufolie nice, wenn ihr das für den nächsten Tag preppen wollt. Ansonsten, nehmt Zutaten, die euch ansprechen. Das sind wie immer nur Vorschläge. Außerdem habe ich so viele Zutaten. Ich werde jetzt nicht alles aufzählen, sondern ihr kriegt bei jedem Wrap, den ich zubereite, ein kleines Overlay rein, falls ihr das 1:1 nachmachen wollt. Und dann fangen wir mal an. Unser erster Wrap wird sein Hähnchenbrust, Paprika, Champignons, in der Pfanne schön angebraten, bisschen fein gewürzt und dann mit Salat und Aioli in unseren ersten Wrap rein. Bei Wraps kann ich euch nur empfehlen, macht ein bisschen mehr. Ich weiß, ich sage das ja immer, weil ich einfach gerne esse und gerne koche, sonst wird es diesen Channel auch nicht geben. Aber macht ruhig ein bisschen mehr. Wraps lassen sich super auch kalt genießen. Einfach in Alufolie, ab in den Kühlschrank oder mit zur Arbeit nehmen. Wie gesagt, das ist einfach ein cooles Essen, was man gut preppen kann, was man gut kalt essen kann. Und man kann so kreativ sein. Ich werde jetzt zwei schön gewaschene Paprikas mal eben klein shoppen. Dann kommen ein paar Champignons dazu. Hier haben wir unser Hähnchenbrustfilet, ebenfalls in mundgerechte Stücke geschnitten. Schöne weiße Champignons, der Chicken Ruffys Recipes, Paprika und Champignon Wrap. Ich weiß, ich habe euch das schon öfter gezeigt, aber falls ihr dieses Video nicht gesehen habt, gibt es hier nochmal einen Schnelldurchlauf, wie man Paprika schön schneidet, ohne da irgendwie das Innenleben drin zu haben. Den Boden ab und den Deckel ab, dann geht ihr seitlich mit dem Messer rein und zieht mit der linken Hand ein bisschen die Paprika so, dass es sich flach mit dem Messer raustrennen lässt und dann sieht das Ganze so aus und ihr habt hier nicht einen einzigen Kern drin. Dann nochmal so trennen und nochmal so, dann könnt ihr euch vier Lagen aufeinander legen und dann könnt ihr da einfach ein paar Streifen rausschneiden und fertig ist die Geschichte. Und den Rest naschen. Paprika ist mega gesund, Leute. Unsere Pfanne ist schön heiß. Ich werde jetzt ein bisschen Olivenöl reingeben. Fangen wir an mit Hähnchenbrust. Danach kommt die Paprika, danach die Champignons. Immer die Garzeit beachten. Kurz überlegen, was braucht länger? Wie scharf will ich das angebraten haben? Das ist wichtig, ansonsten kinderleicht. Wenn ihr Hähnchen in der Pfanne braten wollt, kann ich euch sagen, das ist immer empfehlenswert, mit einem etwas längeren Werkzeug das zu machen, weil ich packe immer gerne mein Fleisch in bereits richtig heißes Öl. Ne, damit das gleich richtig losgeht, wenn wir braten und damit ihr euch nicht verbrennt wegen Fettspritzern, nehmt euch einfach so ein etwas längeres Werkzeug. Das kann manchmal helfen. Einen guten Teelöffel Salz dazugeben, Pfeffer dazu. Ihr könnt es natürlich jetzt auch, wenn ihr Bock habt, da einen ganz einfachen Twist dran geben. Das zum Beispiel ein bisschen indisch anhauchen mit indischem Gewürz. Ihr könnt es mexikanisch anhauchen, indem ihr da jetzt einfach ein bisschen Chili-Paste, Harissa oder so rangebt. Oder Curry. Man kann super kreativ sein. Ich mache das jetzt einfach basic, ja. So, ich schneide hier mal kurz eine Hähnchenbrust an. Und es darf natürlich minimale Rosatöne haben. Wirklich nur minimal oder am besten ganz rein weiß sein. Das heißt, so wäre durch. Unsere erste Füllung ist ready. Ich nehme meinen Vollkorn-Tortilla. Jetzt können wir uns eine schöne Soße aussuchen. Diese Soßen sind nicht selbst gemacht, die sind gekauft. Ich will einfach den Rahmen vom Video nicht sprengen, ja? Wie letztes Mal bereits im Video bei den Falafel. Wer es noch nicht gesehen hat, ich blende es euch oben ein. Hier die Aubergine-Paste, hier Aioli. Ich denke, das sollte jedem bekannt sein, ja? Eine ordentliche Ladung rein. Wir schmieren allerdings so, dass wir 2 bis 3 cm, ja 3 bis 4 cm Platz am Rand haben, damit wir das Ganze gleich noch einklappen können. Ansonsten fällt uns alles am Rand raus. Ich habe Bock auf ein paar Scheiben Radieschen, die kommen natürlich roh dazu, das soll knackig sein.
Die Verkostung gibt es natürlich am Ende des Videos. Wir werden alles hintereinander mal probieren. Jetzt geht es erstmal zu Wrap Nummer 2, nämlich Rührei und Putenbrust. Wir schlagen uns jetzt mal schön ein paar Bio-Eier auf. Dann werden ein paar Zwiebeln klein geschnitten. Und dann gibt es ein schönes Rührei, Freunde. Und zack. Ein halber Teelöffel Salz. Hier auf jeden Fall genug. Und ein bisschen Pfeffer. Einmal durchschlagen. Einfach mit einer Gabel. Bei einem guten Rührei darf natürlich meiner Meinung nach keine Zwiebel fehlen. Nehmt weiße Zwiebeln. Ich habe in meinen Videos so oft den Fehler gemacht, dass ich immer diese Schalotten genommen habe, also diese lilanen Zwiebeln. Und die färben alles richtig unangenehm, bläulich, rötlich. Sieht nicht schön aus. Deswegen bei Rührei weiße Zwiebel. Ich schneide meinen Putenbrustaufschnitt jetzt nochmal in Würfel. Natürlich kann man hier auch Bacon nehmen, ja, wie ihr Bock habt. Ich werde jetzt nochmal dieselben Soßen benutzen, einfach weil die awesome sind. Da gibt es überhaupt nichts, was man ändern müsste. Die passen einfach in jeden Wrap. Tja, das kann sich sehen lassen. So, nochmal ein bisschen Aioli in front. Ein wenig frische Petersilie hier auf unser Aioli geben. Das hier ist doch mal ein wunderschöner Bilderbuch-Wrap. Schön gerollt, mit Liebe gemacht. Toll, ganz toll. Ruffy's Recipes. Kommen wir zu Wrap Nummer 3. Und zwar habe ich dafür schön frischen Blattspinat am Start. Den werde ich jetzt einmal ganz kurz durch die Pfanne schwenken, damit er ein bisschen nussiges Aroma kriegt, damit er ein bisschen nice und smooth wird. Dann natürlich Tomaten. Ich habe hier jetzt ganz normale Fleischtomaten, 0815. Dann haben wir Mozzarella und Basilikum werden wir uns gleich noch vom Balkon holen. Dann fangen wir mal an. Pfanne heiß machen, Öl rein. In der Zeit, wo unsere Pfanne heiß wird, schon mal flott die Tomatoes runterschneiden. Der Spinat muss wirklich nur von jeder Seite so ein paar Sekunden angebraten werden. Es geht einfach nur darum, dass der ein bisschen Aroma entfaltet, nicht zerkochen. Was bei Spinat natürlich immer sehr gut kommt, ist eine kleine Prise Muskat, aber wirklich nur ganz wenig benutzen und eine minimale Prise Salz. Ich werde diesmal wieder ein Vollkorn-Tortilla nehmen, weil gesund ist gesund, ne? Ich denke, dass wir hier jetzt mit Aioli wieder unterwegs sein werden, weil Aioli und Spinat, Knoblauch, yes baby. Unser Mozzarella muss man nicht in Scheiben schneiden. Ich bröckel meinen Mozzarella immer so einfach mit der Hand. Dann werde ich jetzt noch mal ein ganz bisschen würzen. Und zwar mit einem Tomaten-Mozzarella-Würzer. Das ist hier einfach so eine Fertigmischung. Man kann jetzt auch einfach noch mal Salz und Pfeffer nehmen. Ne? Bisschen Salat obendrauf. Macht voll Spaß, Wraps zu machen. Kann man voll die gesunden Dinger bauen. Mega. Unser Rührei-Wrap ist ebenfalls fertig. Jetzt gibt es was Fruchtiges. Wir werden mal Avocado mit Pfirsich, mit Aprikose, mit Kiwi mischen. Fruity Tortilla Wrap bei Ruffy's Recipes. Wenn euch der Channel übrigens gefällt, lasst mir auch ein Abo da, empfehlt ihn auch gerne weiter und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch jederzeit. Die Avocado einmal längs hinlegen, das Messer rein und die Avocado einfach um die Klinge rumdrehen. Weiter geht's mit unserem Pfirsich. Auch schöne, feine Scheiben, ja. Es darf alles nicht so groß sein, sonst fällt das nachher alles aus dem Wrap raus, wenn wir den essen. So,
natürlich gewaschen, das Obst vorher. Dazu eine leckere Aprikose. Ich habe hier jetzt noch 100 ml normalen Naturjoghurt. Klar, dass wir unseren Obstwrap nicht mit Aioli oder Aubergine-Paste machen wollen, das passt ja nicht. Das heißt, wir wollen hier süß würzen. Und zwar habe ich dafür ein Obst- und Dessertgewürz. Und folgendermaßen ist es aufgebaut. Rohrzucker, Zimt, Zitronenschale, Bourbon-Vanille, Orangenschalen, Ingwer, Steinsalz und Nelken. Das tun wir jetzt in unseren Joghurt. Da kommt jetzt ein Teelöffel zu, dann verrühren wir das. Und dann, wie gehabt, einfach den Wrap mit unserem Joghurt, unserem Dip beschmieren. Und dann kommt das Obst rein und dann checken wir mal, wie der wird. Ich glaube, der könnte richtig abreißen heute. Hier habe ich mich natürlich jetzt gegen Salat entschieden, das würde nicht passen. Aber die Avocado einfach, um ein bisschen Protein drin zu haben. Obst hat ja auch viel Säure, ne? Joghurt hat ja auch Säure. Da wollte ich jetzt mit der Avocado ein bisschen gegensteuern. Ich hoffe, ihr fühlt das hier, was ich hier baue. So, den nächsten schiebe ich direkt hinterher. Noch so einen schönen Vollkorn-Obst-Wrap. Das ist doch fast schon so, das kann ich mir richtig geil als Frühstück vorstellen, ne? Ein Vollkorn-Fruity-Avocado-Joghurt-Wrap. Was geht? Mmh, Jimmy, Alter! Boah, dieses Obst- und Dessertgewürz. Babaloschki, Junge. Na gut, jetzt werde ich wahrscheinlich vom Probieren schon überkrass gesättigt sein. Wir haben hier unsere ganzen Wrap-Varianten jetzt mal aufgeschnitten. Das heißt, zwei von jedem. Ich zeige euch einfach nur mal kurz abseits von den Thumbnail-Geschichten, was hier so geht. Also, ne, wer Bock hat, kann sich einen abholen. Das ist ein bisschen eskaliert, das Ganze. Aber kommen wir mal zum Probiertest. Spinat, Tomate, Mozzarella. Spinat kommt richtig gut durch. Muskatnuss schmeckt man. Mozzarella, schön zart, schön saftig, der ganze Kollege. Ja, den Obst lasse ich mir zum Schluss. Jetzt kommt mal der Rührei-Bacon, beziehungsweise Rührei-Putenbrust, ne? Mhm. Chicken, Paprika, Champignon Wrap. Mhm. So, jetzt bin ich richtig gespannt. Das ist so ultra gespannt, das glaubt ihr nicht. Ein Obstwrap. Ist leicht eskaliert, aber dafür habt ihr jetzt natürlich vier wunderbare Vorschläge, was man Wrap-mäßig so machen kann. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Drückt doch den Daumen nach oben. Empfehlt diesen Kanal weiter, weil es lohnt sich einfach, Freunde. Ihr kriegt jeden Mittwoch solche nice neuen Rezepte wie in diesem Video. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns nächste Woche, Mittwoch um 18 Uhr, wenn es heißt, wieder Zeit für Ruffys Recipes. Und hier habt ihr übrigens nochmal ein paar coole andere Videos, die ihr euch dringend anschauen solltet, weil da gibt es auch nochmal richtig feine Sachen. Wir sehen uns. Tschaußen.